Reisen, innere und äußere. Eine Lesereihe des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Es moderiert Jan Michaelis. Zeitgenössische Autorinnen und Autoren thematisieren das Reisen in einer Online-Lesung. Bei der zweiten Lesung lesen Barbara Zimmermann, Karin Alaeth-Gisch und Bernd Desinger. Barbara Zimmermann, geboren 1950 in Altötting, seit 1960 in Düsseldorf. Erlernter Beruf Goldschmiedin, freiberufliche Autorin. Ich lese Ihnen nun aus meinem neuen Buch, das im August 2020 erschienen ist, die Titelgeschichte vor: War das eine Zugfahrt? Drei Generationen auf engstem Raum in einem offenen Zugabteil, wobei die mittlere Generation immer nach oben und unten jonglierend und zwischen den Alten und Jungen sich befindend, es wohl am schwersten hat. Wir warteten lange auf dem Bahnsteig, und zwar kalt. Als wir den Nahverkehrszug herankommen sahen, waren wir froh. Wir, Opa Paul, mein Vater, Andreas, mein Sohn, 4 Jahre alt, und ich drängelten beim Einsteigen und machten uns unbeliebt bei den Leuten. Ich saß den beiden im Zugabteil gegenüber. Andreas schaute zum Fenster hinaus und malte ein Haus mit qualmendem Schornstein. Alle Schornsteine, die er malte, qualmten. Da kochen Sie ein leckeres Süppchen, Mama, sagte er mit seiner hellen Kinderstimme und lachte. Ein Mann gegenüber ließ seine Zeitung sinken und schaute wohlwollend zu uns herüber. Das leckere Süppchen hatte ihn aufhorchen lassen. Wir fuhren nach Düsseldorf zurück, hatten ein paar Tage bei meinen Eltern im Hunsrück verbracht und waren nun in Begleitung meines Vaters, der sich nicht von seinem Enkelsohn hatte trennen wollen, auf dem Weg nach Hause. Andreas malte Blumen und sagte: Das sind Kastanien. Opa Paul schmunzelte: Kastanien wachsen nur auf Bäumen. Meine Kastanien wachsen aber auf der Wiese, Opa. Die Leute lachten. Pfiffiges Kerlchen, meinte einer. Ach, was war ich stolz auf meinen Sohn, der nun einen Baum malte. Hallo, sagte er mit verstellter, tiefer Stimme zu dem Vogel, der daran vorbeiflog. Wie heißt du denn? Der Vogel sagte piepsend: Ich heiße Pinky. Er malte Wolken mit Gesichtern und eine lachende Sonne, die, weil es draußen regnete und kalt war, rief: Ätsch, ich scheine doch. Er malte einen Regenwurm. Mein Söhnchen, dachte ich gerührt. Opa Paul zog mit hohlen Wangen an seiner Zigarre und paffte genüsslich dicke Wolken vor sich hin. Ihm zuliebe saßen wir im Raucherabteil. Seitdem ich selbst nicht mehr rauche, reagiere ich empfindlich auf Qualm. Er bläst ihn dir nicht mutwillig ins Gesicht, dachte ich. Mit großer Geste hatte ich den Tabak und die Blättchen ins Klo geworfen damals. Meine Toleranz Rauchern gegenüber musste wohl offensichtlich hinterhergerutscht sein. Plötzlich gab es einen Knall. Mama, heulte Andreas los. Er hatte gleich nach dem Einsteigen seinen kleinen Koffer auf den Klapptisch am Fenster gestellt. Als sich der Zug in eine Kurve legte, fiel der Koffer herunter, knallte auf den Boden und der Deckel sprang auf. Die Lego-Autos waren zerbrochen, die Malstifte in alle Ecken verstreut. Andreas rutschte mit seiner neuen Hose auf dem Boden herum, um seine Spielsachen einzusammeln. Scheiße, schluchzte er. Scheiße, scheiße. Andreas, rief ich und schielte zu Opa Paul und den Leuten. Du hörst sofort auf zu fluchen. Man flucht nicht. Mit 4 Jahren schon gar nicht. Und wenn, dann sag Mist, aber niemals. Scheiße, sagte der Lümmel und grinste unter Tränen. Die Mitreisenden schmunzelten nicht mehr. Sie sagten auch nicht mehr: Pfiffiges Kerlchen. So ein Pech aber auch, Andi, nicht wahr?
Ich streichelte ihm über die Haare. Wir hockten beide auf dem Boden und klaubten seine Sachen zusammen. Ober Paul schachte mit den Füßen unter seiner Sitzbank herum und stieß Knetgummiwürste in unsere Richtung. Die Autos waren weit gerollt. Ich entschuldigte mich bei den Leuten und fischte zwischen ihren Beinen herum. Einige der Reisenden versuchten, mir zu helfen. Es entstand Gedränge. Mir brach der Schweiß aus. Die Glasklicker in den hintersten Ecken ließ ich liegen. Vielleicht rollten sie ja an der nächsten Kurve von ganz allein hervor. Andreas schniefte. »Barbara, hierher, schnell«, rief plötzlich mein Vater. Ich erschrak und sprang auf. »Was ist los?« Er stand mit ausgebreiteten Armen am Fenster. »Sieh doch, die Lorelei, da schau, doch nicht da, da«, rief er aufgeregt. »Wunderbar.« Mit zerzausten Haaren und rotem Gesicht stand ich im Gang und sah zum Fenster hinaus. »Ja, ja, ein schöner Felsen«, murmelte ich und schaute mich um, ob das alles war aus Andys Kofferinhalt. »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten«, fing Opa Paul laut an zu singen. Er hob die Hand und dirigierte einen imaginären Chor. »Still, Opa«, sagte ich leise. »Ich so traurig bin, ein Märchen aus uralten Zeiten.« »Mama«, schrie Andreas, »du hast mein schönes Knetgummi in den Aschenbecher geschmissen.« Er heulte schon wieder los. »Die Luft ist so kühl und es dunkelt.« »Opa«, sagte ich, nicht so laut, und zu Andreas, »das war doch hin, das Knetgummi.« »Mein schönes Knetgummi«, brüllte er. »In Düsseldorf bekommst du ein neues«, versprach ich. Andreas hatte aufgehört zu heulen und malte wieder. Mein Vater hatte aufgehört zu singen und rauchte wieder. Ich müsste noch viel mehr Interessen bei Andreas wecken. Zum Beispiel, dachte ich soeben, als Andreas in meine Gedanken hinein sagte, »Mama, ich habe Hunger.« »Was? Hunger hast du?« rief Opa Paul erschrocken. »Los, Barbara, pack schnell die Stullen aus.« Ich packte die Stullen aus. »Mama, sieh mal«, flüsterte Andreas und hielt in der einen Hand das Brot hoch und in der anderen das Bild. »Es ist fertig. Habe ich das nicht fein gemacht?« Er wollte gelobt werden. Ich lobte ihn. Da rutschte er von seinem Platz und hüpfte herum. Der Zug schwankte und legte sich in die Kurve. Ich fing meinen Sohn mit den Armen auf und drückte ihn an meine Brust. »Schau«, sagte ich, »wie bunt die Bäume an den Berghängen schon aussehen.« Opa Paul murmelte, und wieder einmal ist es Herbst geworden. Er begann mit den Armen zu rudern und summte die ersten Takte einer Melodie. Er wollte doch wohl nicht wieder singen, da begann er auch schon. Bunt sind schon die Wälder. Opa, sagte ich und klopfte ihm aufs Knie, es ist ein schönes Lied, aber sing doch nicht so laut, es stört bestimmt die Leute. Wie? Rief er und sah angestrengt umher. Wo? Alle im Abteil gegenüber schauten finster zu uns herüber. Opa bemerkte es, aber es machte ihm nichts aus. Er nickte ihnen freundlich zu und sang einfach weiter. Auch die Stoppelfelder und der Herbst beginnt. Er begann im Takt mit den Händen zu klatschen. Andreas gefiel das, er lachte und klatschte mit und sang »Die kleine Raupe nimmersatt«. Zum Schluss schlug mein Vater ein Trommelwirbel mit den Händen auf den Knien und ein Trampelwirbel mit den Schuhen auf den Boden. »Hurra«, schrie Andreas, sprang auf und klatschte und trampelte mit Opa Paul zusammen. Ich sah den beiden fassungslos zu. »Andreas«, sagte ich streng, »du hörst jetzt sofort auf mit diesem Lärm.« Opa Paul lachte. »Nun lass ihm doch diesen kleinen Spaß«, sagte er und freute sich. Aus dem Speisewagen rollte ein junger Mann einen Getränkewagen heran, an dem eine Glocke hing, die bei jeder Bewegung bimmelte. »Ich habe Durst«, sagte Andreas prompt. Opa Paul sprang auf. »Kommen Sie her«, rief er. »Herr Kellner, hierher, mein Enkel hat Durst.« »Opa«, sagte ich, »jetzt warte doch ab.« »Du trinkst Kaffee, ich trinke Kaffee«, und er zückte seine Geldbörse. »Andreas trinkt Kakao. Herr Kellner, haben Sie heiße Schokolade?« »Nein, nur Limonade. Eine Limonade für Andreas. Das geht alles auf meine Rechnung.« Opa Paul öffnete das Portemonnaie und kramte nach Kleingeld.
Er ist seit dem Krieg ein wenig ungeschickt, da er durch einen Granatsplitter den Mittelfinger seiner rechten Hand verloren hatte. Ich wollte noch sagen, warte, ich helfe dir. Da war es schon passiert. Die offene Geldbörse fiel zu Boden und mit ihr das Kleingeld. Es schepperte und rollte durch den Waggon unter alle Sitzgruppen bis in die hintersten Ecken hinein. Hilfe, sagte Andreas, armer Opa, ich helfe dir. O Gott, mein Heiland, Herr Jesus, jammerte Opa Paul. Ich bezahlte schnell die Getränke, während er unruhig auf dem Boden herumschaute und die Leute beobachtete, ob die ihn auch nicht beklauen wollten. Der Kellner steckte in aller Seelenruhe mein Geld ein, tat so, als wäre nichts passiert, stand im Weg und kümmerte sich nur um seinen Kram. Ich hockte zum zweiten Mal auf dem Boden. Die Leute steckten mir Geldstücke zu und ich wusste so schnell nicht, wohin damit. Opa Paul nahm seinen Hut vom Haken und reichte ihn mir. Andreas fand einen Klicker und jubelte. Ich fand eine verstaubte Knetgummiwurst und jubelte nicht. Klicker und Knete wanderten zu den Münzen in den Hut. Der Kellner hatte uns die zwei Kaffees und einen Becher Limo auf die beiden kleinen Klapptische am Fenster gestellt. Der Zug schwankte, der Kaffee drohte überzuschwappen. Opa Paul schlürfte die schwarze Brühe und sagte, bah, das Zeugs schmeckt nicht. Er stand auf, öffnete das Fenster und schüttete den Kaffee hinaus. Andreas schaute seinem Opa mit offenem Mund zu. Eine Frau, die hinter uns am Fenster saß, erschreckte sich, als plötzlich Opa Pauls Kaffee gegen ihre Scheibe geweht wurde. »Huch«, rief sie, »was ist das denn?« »Opa«, sagte ich, »das machst du bitte nicht noch einmal.« »Wieso?«, fragte mich mein Vater gut gelaunt und machte sich gar nichts draus. »Mama«, wollte Andreas etwas verunsichert wissen, »geht es dir auch gut?« Ich gab ihm keine Antwort. »Hast du vielleicht ein Plätzchen für mich?« »Nein«, dieses Nein schrie ich heraus, »iss gefälligst die Butterbrote.« Obwohl Opa Paul schwerhörig war, hatte er das mit den Plätzchen ganz genau gehört. »Wenn erst der St. Martin kommt und der Nikolaus«, sagte er lächelnd zu Andreas, »dann kannst du Plätzchen essen, so viele du willst.« »Das wird schön.« Er begann mit den Händen zu wedeln. Oh nein, er wollte doch wohl nicht wieder singen. Ich sprang auf, rannte fast durch den Waggon und flüchtete aufs Klo. Draußen hörte ich sie herumtoben. Sie sangen und klatschten und trampelten. Ich war den Tränen nahe und hatte Magendrücken vor Wut. Auf Andreas war ich sauer. Sonst war er nicht so. Warum war er heute bloß so? Alles Opas Schuld. »Na, warte«, dachte ich empört, »mit dir werde ich gleich ein ernstes Wort reden.« Plötzlich hörte ich Andreas, »Wo ist denn die Mama, Opa? Ist sie auf der Toilette?« »Nichts wie hin«, dachte ich erschrocken, denn ich kannte ja meinen Sohn. Zu spät. Allen Leuten erzählte er soeben mit ernster Miene, dass die Mama ein Mädchen sei und ganz anders als er Pipi machen müsse, aber gar nicht traurig darüber sei, da es auch so ganz gut klappt. »Andreas«, rief ich schon von Weitem, »zeig mir doch schnell noch einmal dein Bild, das du gemalt hast.« Der Zug hielt. Wir waren in Köln. Andreas schaute lachend mit seinem Opa zum Fenster hinaus, der wieder dabei war, die Leute zu unterhalten. Diesmal deklamierte er holprig ein Gedicht von den Heinzelmännchen, »Wie war's in Köln doch ehedem mit Heinzelmännchen so bequem?« »Sein Repertoire ist unerschöpflich«, dachte ich erschöpft. Plötzlich herrschte Ruhe. Mein Vater hatte das Ende dieses langen Gedichts vergessen. Damit war Andreas unzufrieden und er bettelte, »Opa, bitte fang noch einmal ganz von vorne an.« Mein Vater nickte, steckte sich eine neue Zigarre an und begann lauthals noch einmal von vorn. Ich verkroch mich in meiner Ecke und zog mir die Jacke über den Kopf. Diese Schreierei war nicht mehr auszuhalten. »Die Zugfahrt wird doch hoffentlich bald zu Ende sein«, dachte ich müde. Es kam die Stelle, in der die Frau des Schneiders in der Nacht heimlich Erbsen auf ihre Treppe streut, um die Heinzelmännchen zu überführen.
Doch Einzelmenschen sind ja nicht blöd, erzählte Opa Paul. Sie merkten die Hinterlist dieser boshaften, dummen Frau und rannten für immer aus dem Haus und aus der Stadt Köln fort. Seitdem wurden sie nicht mehr gesehen. Siehst du, Andreas, sagte Opa Paul, so sind die Weiber, boshaft und dumm. Andreas mit seinen 4 Jahren wiederholte diesen Satz und lachte auch noch darüber. Da passierte es. Meine Jacke flog vom Haken. Ich sprang auf. Was hast du da gesagt? Schrie ich auf meinen Vater herunter. Boshaft und dumm hast du gesagt? Wie kannst du meinem Sohn solch einen Unsinn erzählen? Ich schrie so laut, dass meine Stimme überschnappte und jeder im Abteil es hören konnte. Dann fuhr ich zu Andreas herum. Und du, schimpfte ich weiter und zeigte mit spitzem Finger auf ihn, plappere nicht immer alles nach, immer plapperst du so dummes Zeug nach. Mama, fragte Andreas mit ängstlichem Gesicht, warum schreist du denn so? Ruhig, Barbara, sagte mein Vater zu mir mit einem Seitenblick, still, was sollen denn die Leute denken? Die Leute, was gehen mich die Leute an, dachte ich außer mir vor Zorn. Ich ließ mich wieder in meine Ecke fallen und zog mir erneut die Jacke über das Gesicht. In Gedanken wütete ich weiter, bis wir in Düsseldorf ankamen. »Alles aussteigen«, rief Opa Paul gut gelaunt, noch bevor der Zug anhielt. »Das ging ja schnell. Herrliche Strecke. Prima, prima.« Ich schaute finster vor mich hin. Mir war kalt vor Ärger. »Elende Zugfahrt«, dachte ich erschöpft. Mein Mann stand auf dem Bahnsteig. Er hatte schon auf uns gewartet. »Papa«, rief Andreas und stürzte lachend in seine Arme, »war das eine schöne Zugfahrt. Ich bin ganz fies traurig, dass die vorbei ist.« Die Idee, diese Geschichte zu verfilmen, kam uns noch am selben Abend, als ich sie meinem Mann Bernhard erzählte, doch es blieb und blieb. Andreas wurde 10 und 20 Jahre alt und manchmal beunruhigt es mich noch heute, dass wir damals ein gutes Thema nicht verfilmt haben. Doch dann drängt sich mir der Gedanke auf, dass die einfachen und doch so komplizierten Dinge, die das Leben im Umgang mit anderen Menschen ausmachen, einmalig und nicht wiederholbar sind. Womöglich liegt ihre wahre Bedeutung im Erleben des Augenblicks. Karin Alett-Gesch lebt und arbeitet in ihrer Geburtsstadt Düsseldorf. Gesch sagt, Reiseerlebnisse nenne ich Lichtblicke. Meine Eindrücke ließ ich in meine Lyrik einfließen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Karin Alett-Gesch. Ich schreibe Romane, Kinderbücher und Gedichte. Heute lese ich Gedichte zum Thema Reisen. Aufbruch. Die Koffer sind gepackt. Pass und Handgepäck griffbereit. Es ist Zeit. Abschied fällt mir immer schwer. Leer wirkt das Haus. Fenster werden verschlossen, Pflanzen gegossen. Wir fahren zum Flughafen. Bald trägt uns der Flieger über das Meer. Ich fühle mich leicht und frei für die Zeit mit dir auf der Insel. In den Feuerbergen von Lanzarote. Verwüstet, zerrissen, mit unendlicher Kraft, von lodernden Feuern verschlungen. Die Gewalt der Natur zeigte hier ihre Macht, ließ jedes Leben verstummen. Felsblöcke stiegen aus der Tiefe empor, wie mahnende, stumme Zeugen. Unaufhaltsam floss schwarze Lava. Die Erde musste sich beugen. Die Erde liegt nun zu Steinen erstarrt, von dunklen Bergen umringt. Dennoch
sprießt wieder zartes Grün. Neues Leben beginnt. Gezeiten der Zuversicht. In Windeseile flattern Möwen vom verwitterten Fischerhafen her. Der Geruch von Tang und Meer dringt durch die Ritzen der Wände. Im halb zerfallenen Bootshaus treffen sich die alten Seeleute. Heute klingen ihre rauen Stimmen zuversichtlich und munter. Mitunter höre ich sie sogar lachen. Mit wachen Augen verfolgen Wasservögel den ständigen Wechsel der Gezeiten. Leben am Meer lockt von allen Seiten. Himmelsblick. Wolkenbilder entrückt. Im Lichtermeer der Sonne entsteht eine Märchenwelt. Ein Himmelssee, azurblau, umringt von strahlenden Kristallbergen. Atemlos schön. Der Paradiesesgedanke entsteht. Glaube, Hoffnung, Liebe. Konturen. Schwarze Berge zeichnen Konturen am Himmel. Kontrastreiche Weltsicht. Licht aus der Ferne hebt das Dunkel auf. Hinauf zum Meer der Sterne leuchten die Nächte klar. In der Schwebe. Regen tropfen schwer, meine Seidenflügel. Auf biegsamen Schilfhalmen warte ich auf den Sonnenwind. Bald schwebe ich wieder zwischen luftig leichten Schmetterlingsträumen, um auf einer hellen Federwolke zu erwachen. Toskana. Sonnige Hügel ziehen an mir vorüber. Am Horizont Zypressen aufgereiht. Beharrlich tragen sie wie stumme Zeugen den Blick zurück in eine andere Zeit. Ein Hauch von Wehmut liegt über dieser Landschaft, die stimmungsvoll im Abendlicht versinkt. Doch hebt der rote Mond die bittere Süße, die dadurch an besonderem Reiz gewinnt. Meeresblick. An kargen Felsen reibt sich das Meer. Es vertieft die Bucht, erweitert den Meeresbogen. Zielsicher erproben Möwenschwärme die schwarze Küste. Durch die Lüfte reisen meine Blicke bis zum fernen Horizont. Beglückende Momente. Der Tag klingt sich aus. Für einen Augenblick tritt die Zeit zurück. Ein neuer Raum entsteht. Strömende Lichtfarben breiten sich aus und verändern nachhaltig die eigene Perspektive. Unter der Sonne. Leiser Sommerwind zieht durch den See, streift die Gesichter der Spaziergänger. Leicht wippende Segelschiffe entfernen sich vom Ufer. Wie tanzende Nussschalen lassen sie sich treiben. Die Nachmittagssonne glitzert auf den Wellen. Ihr langer Schatten fällt bis zum Eingang des Strandcafés. Tummelnde Kinder am Strand sind ganz in ihrem Element. Wasser und Sand, Spielvergnügen ohne Ende.
Zugfenster. Wolken wechseln ständig ihr Gesicht. Im Licht der Sonne wirken sie heiter. Weiter geht es im Takt der Schienenstränge. Wartende Fahrgäste auf dem Bahnsteig. Ich steige aus, möchte heraus aus dem tristen Einerlei. Paris wäre eine prima Alternative. Besuch bei einem Freund. Die Lampe flackert. Ihr Licht fällt auf den Boden. Ein aufgeschlagenes Buch, scheinbar heruntergefallen. Wortfetzen tanzen. Die Brille liegt nicht weit. Leise Musik erklingt. Zwischen den Seiten wächst der Raum und stapelt sich auf. Sein Buch hat ihn mitgerissen. Er ist bereits Lichtjahre entfernt, streift Planeten und Kometen einer anderen Zeit. Facetten. Herbstblätter zwischen Baumalleen goldgelb und purpurrot. Am Sonnenhang zwängen sich Weinreben. Süchtig nach Süße. Laubberge sammeln sich, verbreiten Vergänglichkeit. Aus kalten Nächten fällt spärliches Licht. Gedankenblitze. Auf dem Leuchtturm überblicke ich meine Reiseroute zwischen Landzungen und Wasserwegen. Vogelschwärme kommen mir entgegen. Der nimmermüde Wind treibt sie an. Sie schweben lustvoll über das Meer. Wolkenbilder mischen sich ein. Durch das große Tor des Regenbogens flammen Gedankenblitze auf. Im Stau. Die Lichter der Autobahn sickern in den Boden. Rot spiegelt sich im Schatten des grauen Wolkenhimmels. Die Staulawine bewegt sich langsam im Takt des Scheibenwischers. Mit düsterer Miene verfolgen Autofahrer das Straßenbild. Erst das Schild "Danke für Ihr Verständnis" lässt sie aufatmen. Endlich freie Fahrt. Die Wildgänse am fernen Flussufer hat niemand bemerkt. Spärliches Licht. Räder rollen durch die Nacht. Sacht lockern Sterne das Dunkel auf. Am Flussufer tuckert ein Containerschiff. In der Ferne flackert eine Straßenlaterne. Das Mädchen wartet vergeblich auf ihn. An der alten Mauer springt ein Kater über den Zaun, verschwindet ins Dunkel. Die Sichel des Mondes schiebt spärliches Licht hinter Wolkenballen. Es ist in allem, als träume die Welt davon, endlich aufzumachen. Erwartungsvoll. Verwoben im Zeitmuster. Endloser Schienengesang. Dröhnendes Eisen. Am Fenster wechseln Wolken ständig ihr Gesicht. Licht fällt in den Tunnel, Bahnhofshallengeräusche, Lautsprecherstimmen, Ankunft am Ziel, viel Menschengewirr. Suchende Blicke, neue Eindrücke, heiße Schokolade am Bahnhofscafé. Erwartungsvoll strebe ich hinaus in den spannenden Tag.
Sonnenaufgang. Morgennebel über dem Fluss dämpft die Stille. Ein Boot gleitet vorüber. Das gleißend gelbe Licht zwischen den Bäumen verbreitet eine magische Stimmung. Vereinzelte Vogellaute begrüßen den frühen Morgen. Im hohen Schilf wiegt sich eine Bartmeise. Leise erwacht der Tag. Die Erinnerung bleibt. Ein Wiedersehen. Blätter rascheln auf dem Weg am Fluss entlang. Die alte, verwitterte Steinbank am Ende der Allee ist von Efeuranken umrahmt. Hinter dem Lindenbaum fließt immer noch der muntere Bach und unter dem Dach der alten Hütte blättert der grau-weiße Anstrich. An der Wegkreuzung wandere ich durch den Naturpark. Zwischen dem wilden Wein entdecke ich ihn wieder. Johann Wolfgang von Goethe aus Stein. Der Nachtzug, 1943. Wir verreisen, mein Kind. Der Zug ist überfüllt. Dichte Menschentrauben drängen vor den Eingängen. Wir flüchten, mein Kind, in ein anderes Land, heraus aus der Trümmerstadt. Sirenen heulen. Am Zugfenster gebe ich dich, mein Kind, in fremde Hände. Atemlos in letzter Minute zwänge ich mich in den anfahrenden Zug. Tag und Nacht auf holprigen Gleisen, mein Kind, erreichen wir endlich das fremde Land. Keine Sirenen, keine Bomben, du und ich in Sicherheit. Atlantis. Unter dem Wellenmeer versunkenes Inselreich. Mythische Zeiten streifen das endlos Blau. Auf einer Glaslandschaft die Säulen des Herakles. Mahnende Stelen, Seelengebäude, zerbrechliche Spiegelungen, dennoch emporstrebend. Entfaltung, die Stille filtern, Morgenluft und klarer Geist. Der innere Blick dehnt sich aus, gebündelte Gedanken entfalten sich, aus der Form ins Formlose, aus dem Raum ins Grenzenlose, aus der Zeit ins Zeitlose. Das Allumfassende, die Liebe ist. Schönen Dank. Bernd Desinger wurde 1962 in Oberhausen geboren. Er lebte und arbeitete in Toronto, München und Los Angeles. Seit 2009 leitet er das Filmmuseum Düsseldorf. Hallo liebe Leserinnen und Leser und herzlich willkommen zu meiner kleinen Lesung zum Thema innere und äußere Reisen. Mein Name ist Bernd Desinger und ich bin der Autor von Arthurs Entführung, dem ersten Teil der packenden Doppelweg-Trilogie, der dann noch die Wende, der Sturz in den Strom und die Runde der Raben folgen. Ja, in diesen Bänden begegnen wir vier jungen Leuten auf der Suche nach ihrem unter mysteriösen Umständen verschwundenen Freund, eben Arthur.
Diese vier jungen Leute sind Jennifer, sie hat Kunstgeschichte studiert und frönt ansonsten ihrer Leidenschaft als Gitarristin der Rockband Männer, die zum Frühstück bleiben. Ihr Freund Lance, Sohn eines farbigen US-Soldaten, der tragischerweise bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war. Eric, ein hünenhafter Kerl, der hinter seinem Rücken von den Freunden auch oft Wikinger genannt wird, der seine Kindheit in Norwegen verbracht hat. Und last but not least Falk von Fürstenberg, ein Schöngeist, der mit seinen blonden Locken immer ein wenig an Friedrich Schiller erinnert. Ja, die Freunde treffen sich regelmäßig bei Arthur in dessen geräumiger Wohnung, die anderen haben ja nur so Studentenzimmer, und diskutieren da die Tages- und Weltereignisse eifrig. Und eines Tages, als sie ihn wieder besuchen wollen, ist er weg. Es gibt einen Brief seiner Entführer, der vor dem Einschalten der Polizei warnt. Aber erstaunlicherweise werden die jungen Leute nicht mit einer Lösegeldforderung konfrontiert. Im Gegenteil, die Entführer statten sie mit unterschiedlich hohen Geldbeträgen aus und mit Vorschlägen, wo man denn Arthur in der Welt wohl suchen könne. Für Jennifer wird es nach New York gehen, wo sie ein Praktikum im Metropolitan Museum beginnen wird. Lance reist an die Westküste und beginnt von Los Angeles aus eine Reise durch den amerikanischen Traum und Albtraum. Eric verschlägt es nach Norwegen, in das Land seiner Kindheit eben, wo er auf Gespenster der Vergangenheit trifft, aber auf die Liebe seines Lebens, die er sehr schnell wieder verlieren wird, womit eine zweite Suche für ihn beginnen wird. Und Falk von Fürstenberg, er hat den geringsten Geldbetrag und muss sich damit abfinden, dass es in Deutschland für ihn losgeht. Aber er beschließt, das Beste daraus zu machen und geht zu Fuß los. Doch bald schon beginnen ihm die Füße derart zu schmerzen, dass er bei einem Fahrradverleih ein Fahrrad leiht und mit diesem die Reise fortsetzt. Zwar hat er es nur für einige Stunden gemietet, doch er ahnt schon, dass er es wohl kaum wird zurückgeben können. Vom Fahrradverleih aus radelte Falk in der nächstbesten Richtung davon. Gehöfte und Dörfer, eingebettet in sanft geschwungene Weiden und Felder, rollten vorbei. Immer häufiger lagen in der welligen Parklandschaft auch Herrensitze und Wasserschlösser. Falk hatte beschlossen, für längere Zeit gar nicht auf irgendwelche Karten zu schauen, sondern sich einfach nur treiben zu lassen. Mal fuhr er auf asphaltierten, breiteren Straßen, dann wieder auf zum Teil sehr rauen Feldwegen. Das letzte Mal hatte er um 2:30 auf die Uhr geschaut und schon da gewusst, dass eine pünktliche Rückgabe unmöglich sein würde. Er beruhigte sein Gewissen etwas damit, dass er das Rad ja nicht wirklich stehlen würde, er brächte es ja vielleicht doch zurück oder würde jedenfalls für sein Wiederauffinden sorgen. Irgendwann war es wieder flacher und er fand sich in einer Gegend, die sehr isoliert schien. Zuletzt hatte er noch einen Schuppen gesehen, dann gar nichts mehr. Die Waldstücke schienen sich zu vergrößern und selbst die Felder und Wiesen dehnten sich in einen tiefen und menschenleeren Raum. Die Luft flimmerte, dazu wurde es schwül. Falk fuhr langsamer, sprang schließlich vom Sattel und bremste eher mit den Füßen als durch das Betätigen der Bremshebel. Er schaute sich um, alles wirkte wie gelähmt. Man hörte keinen Vogel, nichts. Doch plötzlich, kaum 10 Meter hinter ihm, rauschte etwas im Gebüsch. Fast schrak Falk ein wenig zusammen. Er sah, wie dort etwas Helles, Größeres gleichsam schwebte. Und dann trat eine junge Frau in einem weißen Kleid aus dem Strauchwerk auf den Weg. Falk atmete erleichtert auf. Brünette, schulterlange Haare umrahmten ein blasses, ovales Gesicht, in dem die wasserblauen Augen ebenso bemerkenswert waren wie die schmalen, ungeschminkten Lippen. Sie kam ein paar Schritte auf ihn zu, blieb dann stehen und hielt mit der rechten Hand einen Wildblumenstrauß wie zum Schutz vor sich, legte den Kopf ein wenig zurück und sah ihn mit prüfendem Blick an. »Du bist ein Guter«, sagte sie nach einiger Zeit und entspannte sich. Sie ging jetzt dicht an ihn heran, sah ihn fast keck an. Beinahe kam sie ihm ein wenig naiv vor. Gleichwohl drückten ihre Augen eine gewisse Schwermut aus. »Ich bin Radwanderer«, sagte er, und fand im gleichen Moment, dass das furchtbar blöd klang. »Irgendwie habe ich mich, glaube ich, verfahren, also genau weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich bin.« »Die Gegend heißt den Nebelberg. Nebel gibt's aber mehr im Herbst. Jetzt im Sommer ist es eher dunstig.
Hast du Durst? Falk nickte. Dann komm mal mit. Nicht weit voraus ging nach rechts ein schmaler Pfad ab, der eng von Buschwerk, das er zum Teil bogenartig überspannte, umschlossen war. Es war zu eng, um nebeneinander gehen zu können. So schob er das Rad hinter ihr her und war von der Anmutigkeit ihres leichten Ganges betört. Irgendwann öffnete sich der Tunnelpfad in eine Lichtung. Dahinter begann eine große Wildwiese, aus der sich zwei große Gebäude erhoben. Eines präsentierte den Giebel, das andere stand quer dazu und grüßte mit einem riesigen, rot leuchtenden Dach. Zur bäuerlichen Anlage gehörten noch Scheunen, Speicher und eine Wagenremise. Mittendrin stand ein großer, hellgemauerter Brunnen mit einer überdachten Winde. »Das ist das Haus vom Lichtbrunnen, und ich bin die Mathilde.« Sie schlug die Augen nieder. »Mathilde, Gräfin vom Lichtbrunnen.« »Aber Mathilde reicht.« Falk verneigte sich ehrerbietig. »Gestatten, Falk von Fürstenberg.« »Ach komm, du willst mich hochnehmen. Ich heiße wirklich so.« »Na, ich auch.« »Tatsächlich?« Ihre blauen Augen leuchteten. Falk sah sich um, glaubte bald, dass ein Hof für das Münsterland kaum typischer sein konnte. Das Wohn- und Bauernhaus lag zurückgesetzt auf einer Gräfteninsel. Es war allerdings nicht wie oft üblich aus Fachwerk, sondern aus Stein gebaut und verklinkert. »Wer wohnt denn hier so mit dir?« Mathilde schwieg einen Moment, sah ihn wieder prüfend an. »Das ist das Problem. Ich bin hier ziemlich allein. Seit mein Vater die Schweinehaltung aufgegeben hat, na, ein paar haben wir noch, die sind echt süß, ist immer viel unterwegs, so als landwirtschaftlicher Berater. Meine Geschwister sind weggezogen, jetzt haben wir viel Fläche verpachtet. Obstanbau und Milchkühe.« Sie zog ihn am Ärmel in die geräumige Küche des Wohnhauses, goss ihm selbstgemachten Apfelsaft ein, machte ihm ein Schinkenbrot und stellte frische Erdbeeren und Kirschen dazu. »Und deine Mutter?« Mathilde zuckte zusammen. »Die starb, da war ich noch ganz klein.« Sie schaute einen Moment aus dem Fenster, wie in die Ferne, dann sah sie Falk angestrengt an. »Einmal die Woche kommen noch die Gärtner, ohne die würde ich das gar nicht schaffen. Komm, ich zeig dir den Hof.« Sie führte ihn durch die gewaltigen Anlagen, wunderbar eingerichtete Zimmer mit großen Fenstern, offenen Kaminen, gediegen ausgestatteten Bädern. Auch zu den Schweinen ging sie noch. Auf dem Weg dorthin bemerkte Falk unweit des Brunnens zwei etwa rabengroße Vögel, deren blaues Gefieder in der Sonne glänzte. Ein auffallend hübsches Pärchen. Er konnte sich nicht erinnern, diese Art schon einmal gesehen zu haben. Bei den Schweinen im Stall handelte es sich fast ausnahmslos um Jungtiere. Mathilde nahm ein Ferkel heraus und legte sie ihm auf den Arm. Es war in der Tat süß und quietschte vergnügt. Jedenfalls quietschte es. Vielleicht hat es auch Angst? Ach wo, Mathilde schüttelte den Kopf. Im gleichen Moment wurde Falks größte Befürchtung wahr. Das Schweinchen machte ihm auf die Jacke. Oh Schreck, sofort aus damit! Sie nahm ihm das Ferkel aus der Hand, setzte es zurück und half ihm die Jacke auszuziehen, rollte sie zusammen, lief zum Wohnhaus und zurück in den Waschkeller. Er folgte ihr. Und du musst duschen, befahl sie. Ja, als er nach dem Duschen in die Küche kommt, ist Mathilde sehr unruhig, bedrückt und erzählt ihm dann, dass seit einigen Tagen immer irgendetwas oder eher irgendjemand nachts ins Haus schleicht. Sie ist in großer Sorge, doch Falk ist nicht ganz sicher, ob sie die Wahrheit sagt oder ihn nur bei sich behalten will, denn sie lebt ja ganz alleine dort und ist eben sehr einsam. Er kann ihr aber das eigentliche Ziel, seinen Auftrag, die Suche nach Arthur, natürlich nicht verraten und muss sich aber dann von ihr trennen. Er ist noch gar nicht weit geradelt, da meint er, ein Rufen zu hören, vielleicht auch einen Schrei. Er bleibt stehen und tatsächlich, es ist Mathilde. Sie schreit um ihr Leben. Ja, Erik ist unterwegs nach Norwegen mit seinem alten blauen Kombi, ein Volvo, und schon auf dem Weg ins Gebirge, wo wir ihn dann weiter begleiten. Auf seinem Weg nach Norden war er in Vinje nach Gudvangen abgebogen. Es ging an einem kleinen See entlang, dann durch ein enges, von vielen Wassern durchströmtes Tal. In Gudvangen befand sich der südliche Ablegepunkt der Fähre durch den Nærøyfjord. Dieser Appendix des Sognefjords war Norwegens schmalster Fjord,
Rechts und links stiegen die Felswände fast senkrecht empor. Ehrfurchtsvoll ließ er die gewaltige Naturkathedrale auf sich wirken, folgte fasziniert den schrägen Lichtbahnen, die versuchten, den Wasserspiegel zu erreichen. Bald bog die Fähre Steuerbord in den vergleichsweise breiten Sonjefjord. Es dauerte dann noch eine ganze Weile, bis Kaupanger erreicht war, wo Erik, noch ganz benommen vom prächtigen Panorama, den Volvo wieder auf festen Boden brachte. In Sonchdal fuhr er auf die Sonjefjellstraße und kam entlang des nordöstlichsten Ausläufers des größten Fjords in die mächtigen Horungerberge. Sie bildeten den Anfang von Jotunheimen, des Landes der Riesen. Mit der ansteigenden Höhe wurde es schnell kühler. Da es trotz der Abendnähe noch taghell war, bog Erik ab auf den Hjostedalenweg, um sich den Hjostedalsbreen, dessen fast 2000 Meter hoher Gipfel schon lange auf der linken Seite strahlte, aus der Nähe anzusehen. Europas größtes Gletscherfeld war wie alle anderen auch in den letzten Jahren merklich kleiner geworden, aber immer noch von impressiver Gewaltigkeit. Er hielt auf einem Parkplatz, der vermutlich mal sehr nah an der Zungenspitze gelegen war, nun aber ein ordentliches Stück von ihr entfernt. Verschiedene Marker waren angebracht, die den Rückgang des Gletschers mit Jahreszahlen demonstrierten. Der Schmelzvorgang nahm offensichtlich ein immer rasanteres Tempo auf. Endlich war er an einem zerklüfteten Bogen angekommen, der sich über dem aus ihm herausschießenden Fluss formte. Wie künstlich wirkte das Türkisblau des Eises. »Habla usted español?« Erich drehte sich um und gewahrte in seiner unmittelbaren Nähe einen hageren Mann mit Parka und Indiomütze. Offensichtlich ein einheimischer Gletscherführer. »Nee, eher Deutsch.« »Auch gut. Kleine Tour genehm?« »Eigentlich führe ich mich immer selbst.« Der Norweger sah ihn streng an. »Zu gefährlich hier. Spalten und Risse.« Und weiter hinten, er nickte in die Ferne, wo Felslandschaft und Gletscher miteinander verschwammen, »Riesen.« Er beugte sich etwas vor und raunte, »Jotunheimen eben.« Erik lachte halb verlegen. »Nein, ich muss weiter, ich will jetzt nicht über den Gletscher wandern.« Der Führer wich zurück. »Wissen Sie, wohin Sie gehen?« Erik stutzte. Eine Antwort schuldig bleibend, aber freundlich lächelnd, drehte er sich um und schritt zum Wagen. Bevor er einstieg, zog er sich einen Pullover über. Norweger Muster. Aber das war wirklich vor Zufall. Ja, am nächsten Tag übernachtet Erik auf einem sehr abgelegenen Campingplatz, an dem ein wilder Fluss vorbeirauscht. Und als er auf diesen Fluss zugeht, sieht er, dass dort eine junge Frau sitzt mit langen blonden Haaren. Er spricht sie an, sie scheint ihn zuerst nicht zu bemerken. Und was dann folgt, ist ein weiteres großes Abenteuer. Ja, jetzt springen wir über den großen Teich zu Jennifer. Sie ist auf dem Weg in die neue Welt und kurz vor Erreichen ihres Zielorts im Flugzeug. Jennifer sah aus dem Fenster. Schon kam Land in Sicht, überall von Buchten und Armen durchsetzt. Rhode Island? Sie schaute auf die Landkarte im Flugmagazin. Keine rechte Ahnung. Die Zeit war wie im Fluge vergangen. Wenn man daran dachte, wie lange früher die Menschen übers Meer reisen mussten, und nun war das eine Sache von 8 Stunden. Schon recht nah am Beamen. Für sie jedenfalls. Objektiv wohl auch insgesamt. Bald setzte der Jet zur Landung auf dem buchtartigen Runway des John F. Kennedy Airports an. Mit einem Ruck setzten die Räder auf, die Erstflieger klatschten begeistert und anerkennend, freuten sich, dass sie lebendig angekommen waren. Sie hielten es gar nicht für möglich, dass die Piloten ihren Applaus überhaupt nicht hören konnten. Auch nicht, dass diese tagtäglich über ein ganzes Berufsleben hinweg solche Landungen durchführten. Und dabei stets schon aus striktem Eigeninteresse daran interessiert waren, selbst zu überleben. Jennifer klatschte kurz mit, gab aber auf, als sie die mildtätigen bis genervten Blicke der Geschäftsreisen bemerkte. Als er zum Flugzeug stieg und in die Gangway trat, wurde ihr ganz mulmig. Durch ein Fenster sah sie ein Sternenbanner, ein leichter Wind schickte sanfte Wellen durch das Tuch. Amerika. Sie war da. Hörte ein Traum auf, wenn er begann, Wirklichkeit zu werden? Das fragte sie sich in der Schlange vor den Schaltern. Aha, German, what do you want in our country?
Sie erklärte dem um Neutralität bemühten Beamten vermutlich indischer Herkunft kurz ihr Praktikumsvorhaben. Dieser wickelte die Prozedur in keinesfalls übereiltem Tempo ab. Welcome to the United States. Enjoy your stay. Als er ihr die Papiere in die Hand drückte, sagte er mit verschmitztem Lächeln, Ich wohne in Deutschland. In Frankfurt. Deutschland gut. Ihr Vater hatte ihr zur Fahrt zum Hotel einen der verschiedenen Shuttle-Services empfohlen. Das würde zwar etwas länger dauern, da die kleinen Busse erst durch alle Terminals und dann in Manhattan ein Hotel nach dem anderen abklappern würden. Ein freundlicher junger Mann half ihr, an einer Service-Telefonanlage einen Bus zu bestellen. Super Shuttle, the Blue Van, sagte er so, als würde er von dieser Firma bezahlt. Der Bus war recht schnell da, aber es dauerte eine Weile, bis er an weiteren Terminals endlich mit so vielen Passagieren vollgestopft war, dass der Fahrer die Tour als lohnenswert empfand. Die Anlage von JFK und die Fahrt auf Manhattan zu überraschten sie durch die Masse von hässlichem Beton. Zuerst ging es den Van Wyck Expressway rauf, sie suchte sich vergeblich zu orientieren. In Höhe einer Ausfahrt Liberty Street sah sie eine Reihe der kleinen Häuschen, wie sie für den Stadtteil Queens typisch waren oder vielleicht eher gewesen waren. Auch in Deutschland ausgestrahlte Serien, von denen natürlich niemand wusste, dass sie bis auf 4 oder 5 Außenausnahmen in Los Angeles gedreht wurden, trugen zur Annahme einer Queens-Idylle bei, die es unter Umständen tatsächlich noch irgendwo gab, jedenfalls nicht mehr hier. Auch nicht entlang des Long Island Expressway, in den der Blue Van nun eingebogen war. Sie sah ein Schild Flushing Meadows und Nomen est Omen, hier gab es etwas Grün. Sie erinnerte sich an eine sportliche Bedeutung dieses Namens. Riesige Wohnanlagen dominierten bald das Bild, dazwischen auch Lagerhallen und Betriebe mit großen Flachdächern. Es war Spätnachmittag, die Sonne schickte sich zu sinken an und strahlte direkt in den Bus. Rechts lag ein gewaltiger Friedhof, bald links ein weiterer. Und da gab es endlich einen ersten Blick über den East River hinweg auf die berühmte Skyline, die von hier aus jedoch wohl nur recht selten fotografiert wurde. Sie hatte dieses Bild jedenfalls auf keinem ihrer der ihr bekannten Fotos je gesehen. Sie hatte gehofft, majestätisch über eine der großen Brücken in das Herz New Yorks einzufahren. Stattdessen tauchte der Bus nach Passieren einer Zollstation in den Queens Midtown Tunnel. Und als aus diesem herauskam, war sie schon am Boden von Hochhausschluchten, die jenseits ihrer bisherigen Vorstellungskraft lagen. Die Begeisterung ebbte bald ab, als genau das passierte, was ihr Vater angekündigt hatte. Der Bus fuhr kreuz und quer durch Manhattan, an den angesteuerten Hotels stieg meist nur eine Person aus. Obwohl sie sich noch nicht auskannte, war es ihr, als würden bestimmte Kreuzungen mehr als einmal überquert. Ihr Hotel, wo sie zuerst unterkommen sollte, lag an der 81. Straße auf der Westseite. Sie schöpfte Hoffnung, als sich der Bus bis zur 62. hochgearbeitet hatte, begriff aber gar nichts mehr, als er auf einmal wieder in den Süden drehte. In Höhe der 39. wollte sie völlig verzweifeln, doch just da bog der Fahrer in dieselbe ein, hielt auf die Westseite zu und kurfte dann langsam nach Norden. Sie zwang sich, das Ganze sportlich zu sehen. Eine erste Stadtrundfahrt, quasi im Preis inbegriffen. Immerhin hatte sie schon die Carnegie Hall erspäht, das Haus der Vereinten Nationen, den Bryant Park, das MoMA und ein Macy's Kaufhaus, dessen Fassade sie wenigstens aus 2 Spielfilmen kannte. Irgendwo hatte es gewaltig bunt geleuchtet. Das konnte nur der Times Square sein. Nun, da würde sie wie überall schon noch hinkommen. Die Sonne brach immer wieder durch die Schluchten und versuchte ihre positive Einstellung zu unterstützen. Dennoch war sie etwas verschnupft, als sie erst 3 Stunden nach der Landung endlich am Hotel Excellent war. Es lag oberhalb des Parks von Naturkundemuseum und Planetarium an der Ecke zur Columbus Avenue. Obwohl traditionsreich, keine der ersten Adressen und auf Anhieb wenige Menschen bekannt. Seit geraumer Zeit im Umbau war es bis auf wenige Stockwerke renoviert. Sie wurde natürlich in dem nicht renovierten Teil untergebracht, war aber dankbar, als ein Bekannter ihres Vaters sie zum Zimmer führte und ihr dann noch empfahl, bei Ray's Pizza gleich um die Ecke sich etwas zum Abendessen zu besorgen. Das tat sie dann auch, sie machte sich frisch und kaum, dass sie wieder im Zimmer war und das Pizzastück verzehrt hatte, fiel sie wie ein Stein ins Bett. Ja, an dieser Stelle möchte ich einmal innehalten. Die 4 jungen Leute, Jennifer, Lance, Eric und Falk, erleben unglaubliche Abenteuer auf ihren Reisen. Sehr bald stellen sie fest, dass sie
nicht nur auf einer Suche nach Arthur sind, sondern sich, ohne es am Anfang zu bemerken, auch auf eine Suche zu sich selbst begeben haben. Begleiten Sie Jennifer, Lance, Eric und Falk bei ihrer Suche nach Arthur, die sie um die halbe Welt führen wird. Viel Spannung, viel Spaß, gute Unterhaltung, die Doppelweg-Trilogie, Arthurs Entführung, der Sturz in den Strom und die Runde der Raben erschienen im Droste Verlag. Bis bald, tschüss. Gefördert durch das Ministerium Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen über die Gesellschaft für Literatur in Nordrhein-Westfalen, durch die Landeshauptstadt Düsseldorf und die Gewerkschaft Verdi, eine Veranstaltung des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Nordrhein-Westfalen, Gruppe Region Düsseldorf.